Die Bundeskanzlerin hat gestern Abend an die Solidarität der Deutschen appelliert. Viele Menschen halten sich noch immer nicht an die empfohlene soziale Distanz. Immer mehr Politiker stellen deshalb Ausgangssperren als Maßnahme in den Raum. Es liegt also an jedem Einzelnen, ob es soweit kommen muss. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Donnerstag. Auch im Cottbuser Rathaus hat man die Rede von Angela Merkel verfolgt. Oberbürgermeister Holger Kelch hat heute selbst einen offenen Brief an die Cottbuser veröffentlicht. Er war Teil des Statements der Stadt zur derzeitigen Lage. Zudem ging es auch um die aktuelle Zahl der Infizierten und die Absage der Stadtverordnetenversammlung. Pressesprecher Jan Glossmann äußerte sich zu den Themen. So, ja, wir haben also einen relativ stabilen Stand an infizierten Personen mit Dera 20, das ist seit gestern Nachmittag stabil, aber wir haben mittlerweile 201 Personen in Quarantäne allein hier in Cottbus, was also deutlich macht, dass da durchaus der eine oder andere Fall noch droht, und wir wissen, wie sich das ja auch in anderen Landesteilen und vor allen Dingen auch in anderen Ländern entwickelt hat. Also wir müssen da weiter gewappnet sein. Deshalb der dringende Appell, dazu gibt es dann auch noch einen offenen Brief des Oberbürgermeisters, den ich gerne dann auch nochmal vortrage, die berühmten Sozialkontakte zu vermeiden, alles zu unterlassen, was in irgendeiner Form zu Ansteckung führen kann, und all das zu machen, was dabei hilft, wie gesagt, Kontakte zu vermeiden und die Ausbreitung des Virus nach wie vor zu verlangsamen und möglichst irgendwo zu unterbrechen, wenn es denn irgendwo geht. Es gibt dazu die entsprechenden Verordnungen, die Rechtsverordnung, die Eindämmungsverordnung, all das, was gestern in Kraft getreten ist. Wir sind derzeit dabei, mit verschiedenen Teams aus dem Ordnungsamt auch die Dinge zu kontrollieren. Also welche Geschäfte müssen jetzt geschlossen sein, um genau diese Kontakte zu verhindern? Welche Geschäfte müssen offen sein, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten? Wir kennen die Diskussion, wir haben da auch sehr viele Hinweise aus der Bevölkerung um die Nutzung von Spielplätzen. Wir prüfen derzeit, ob wir da noch restriktiver vorgehen müssen, was zumindest die Information angeht, also eine gewisse Beschilderung. Wir wissen aber auch, dass es schwierig ist, Spielplätze, die offen sind, kann man nicht zuschließen, im weitesten Sinne des Wortes. Wir können, und das werden die Teams aus dem Ordnungsamt dann auch machen, die Leute, die dorthin gehen mit ihren Kindern, die dort spielen, zumindest nochmals darauf hinweisen, wie gefährlich es ist, wie potenziell gefährlich es ist, jetzt die Spielplätze zu nutzen. Man kann es den Leuten natürlich nicht in dem Sinne verbieten, ja, es gibt dieses Verbot, aber wenn jemand dorthin geht, wir werden die Leute dort nicht wegjagen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Außerdem wissen wir, dass die Kinder Auslauf brauchen, bevor sie zu Hause einen Koller kriegen. Das müssen wir also mit einkalkulieren, aber wir werden die Leute immer wieder darauf hinweisen, wie gefährlich es derzeit ist. Die Ansteckungsgefahr ist dort entsprechend immens. Ähnliches gilt, und diese Regelung können wir im Moment auch nur appellieren, für Trauerfeiern, Beisetzungen. Trauerfeiern, Beisetzungen finden statt. Können stattfinden, aber wir weisen darauf hin, dass auch entgegen verschiedener Berichte, Gerüchte von gestern, die Trauerhallen können genutzt werden für Beisetzungen, aber wir müssen einschränken mit maximal 5 Gästen. Das müssen wir einfach gewährleisten, diese geringe Anzahl, da auch sonst dort die Ansteckungswege erheblich sind. Und wir wissen es, es ist natürlich zum einen emotional sehr schwierig für die Betroffenen, aber auch die meisten Trauergäste gehören einer Altersgruppe an, die im Moment besonders gefährdet ist. Darauf sollten alle Rücksicht nehmen und entsprechend es möglicherweise auch vermeiden, an Beisetzungen teilzunehmen. Das wäre uns wichtig, um genau dort auch weitere Ansteckungswege zu unterbinden oder zumindest einzuschränken. All das immer wieder die gleiche Ansage, möglichst Sozialkontakte vermeiden und auf diesem Weg dafür sorgen, dass das Virus sich nicht weiter verbreiten kann. Dazu gehört, dass wir die Wertstoffhöfe nach wie vor offen haben, die von Alba betrieben werden. Und auf diesen Wertstoffhöfen werden auch die berühmten gelben Säcke verkauft. Die werden also nicht mehr in der Verwaltung derzeit verkauft, weil Verwaltung, wie gesagt, ja geschlossen ist für den Publikumsverkehr. Also diese gelben Säcke gibt es auf den Wertstoffhöfen der Alba, die nach wie vor regelmäßig in Betrieb sind, also zu den gewohnten Öffnungszeiten, so würde ich sagen. Wir haben einen offenen Brief des Oberbürgermeisters an die Cottbusserinnen und Cottbusser. Den kann ich, wenn ihr wollt, jetzt hier vorlesen. Wir stellen ihn nachher natürlich auch elektronisch zur Verfügung. Das ist jetzt die große Frage. Das ist durchaus ein Appell nochmal an, teilweise auch an die Vernunft. Ich kann den gerne, wenn ihr das wollt, mal vortragen. Der lautet: Liebe Cottbusserinnen und Cottbusser,
Wir alle stehen vor einer riesigen Herausforderung. Die Einschnitte in den Alltag sind bereits deutlich spürbar. Bund, Land und letztlich wir als Kommune ergreifen alle Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verlangsamen oder gar einzudämmen. Das erfordert von uns allen ein hohes Maß an Selbstorganisation und vor allem an Eigenverantwortung. Was wir uns als Stadtverwaltung und als Verwaltungsstab wünschen, ist Verständnis für die Situation und auch Nachsicht für manche Ungereimtheit. Auch wir haben noch nicht auf jede Frage eine Antwort. Die Verunsicherung ist groß, besonders wenn sich herausstellt, dass man Kontakt hatte zu anderen Personen, die infiziert sind. Ich kann gut nachvollziehen, wie sich jede und jeder Einzelne fühlt, bei der und bei dem der Verdacht besteht, sich mit dem Virus infiziert zu haben. Es ist jetzt die Zeit der Virologen, nicht der Ideologen. In erster Linie müssen wir die Verbreitung des Virus in den Griff bekommen. Gleichzeitig wissen wir natürlich um die gravierenden Einschnitte und die bisher nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen für jeden Einzelnen und für viele Unternehmen. Doch Fakt ist auch, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nicht für jeden eine Lösung, aber Bund und Land arbeiten daran. Viele Geschäfte in unserer Stadt müssen nun geschlossen bleiben. Auch die Freizeitangebote für unsere Kinder, beispielsweise die Spielplätze, sind nicht nutzbar. Auch wenn wir Kontrollen vornehmen, wir können nicht überall sein und alles überprüfen. Deshalb möchte ich besonders an die Eltern appellieren, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Sie entscheiden selbst, wo sie sich mit ihren Kindern aufhalten und wo sie hingehen. Ein Spaziergang, das Toben an frischer Luft, ist niemandem untersagt. Aber achten Sie bitte darauf, dass sich niemand zu nahe kommt, dass die viel zitierten Sozialkontakte tatsächlich vermieden werden. Hier brauchen wir die Verantwortung und die Vernunft jedes Einzelnen. Jetzt ist die Zeit, sich um die Kranken zu kümmern, um die Bedürftigen, die Schwächeren und die Älteren und auf sie zu achten. Alles andere muss danach folgen. Daher noch einmal die Bitte, bleiben Sie, sofern möglich, zu Hause und schränken Sie Ihre Sozialkontakte ein. Mit freundlichen Worten und Gesten der Ermutigung sollten wir jedoch nicht sparen. Bleiben Sie gesund, Ihr Holger Kelch. Das ist der Brief des Oberbürgermeisters, den wir, wie gesagt, nachher ins Netz stellen, an die Medien geben, Facebook, Twitter und dergleichen mehr. So, das war, wenn ich jetzt nicht was vergessen habe. Ach, ganz wichtig, ja. Der Hauptausschuss hat gestern getagt. hat sich umfassend über den Stand in Sachen Corona informieren lassen. Der Hauptausschuss hat entschieden, die Stadtverordnetenversammlung in der kommenden Woche nicht durchzuführen. Denn das Gleiche gilt für die kommunalpolitischen Termine und Prozesse im Monat April, möglicherweise auch im Mai. Das wird noch zu entscheiden sein. Der Hauptausschuss hat sich darauf verständigt, gegebenenfalls bei Notwendigkeit im April zu tagen, in entsprechend kleiner Runde. Es gibt das Angebot, den Livestream des gestrigen Hauptausschusses auf www.cottbus.de nachzuhören. Dort ist nochmal eine umfangreiche Information durch den Leiter des Verwaltungsstabes, Thomas Bergner, gegeben worden zur Situation in Cottbus und zu den entsprechenden Regelungen, die getroffen worden sind. Der kann also im Stream nachgehört werden und entsprechend können die Leute nachvollziehen, was es dort zu sagen gibt und wie die Diskussion im Hauptausschuss gelaufen ist. Danke. Ich glaube, jetzt habe ich es. Nach Angaben der Landesregierung entspanne sich die Lage an der polnischen Grenze langsam. Dennoch gibt es noch immer massive Staus. Die Polizei bittet deshalb private Autofahrer, die Autobahn in Grenznähe großräumig zu umfahren. Hilfsorganisationen haben auch gestern Nacht wieder Lkw-Fahrer mit Essen versorgt und medizinisch betreut. Polen hat am vergangenen Sonntag neue Einreisebestimmungen erlassen und daraufhin intensive Grenzkontrollen eingeführt. In der Folge dessen bildeten sich lange Rückstaus von bis zu 60 Kilometern auf Brandenburgs Autobahn. Die Liste der abgesagten Veranstaltungen wird länger. Welche dazugekommen sind und weitere Entwicklungen in Cottbus gibt es nun kurz zusammengefasst. Im Zuge der Corona-Krise fallen immer mehr Veranstaltungen aus. So sind alle Osterfeuer der Stadt Cottbus abgesagt. Ebenso der geplante Frühjahrsputz der Stadt. Er soll nun im Herbst stattfinden. Auch im Bürgerservice werden Vorkehrungen getroffen. Ab sofort wird die Bearbeitung von Bürgeranliegen zwischen Kunden und Mitarbeitern ausgesetzt. Nur das Erledigen von dringlichen und unaufschiebbaren Terminen findet statt. Das betrifft unter anderem die Ausländerbehörde, das Stadtbüro oder die Fahrerlaubnisbehörde.
Falls eine persönliche Anwesenheit erforderlich ist, gibt es zur Terminvereinbarung nur einen telefonischen Kontakt. Aufgrund des Coronavirus ist der Saisonstart der Parkeisenbahn verschoben. Ursprünglich sollte der am 4. April sein. Jetzt fällt er auf unbestimmte Zeit aus. Auch die Sonderfahrten zu Ostern zählen dazu. Auf unbestimmte Zeit verschoben ist auch das Lausitzer Taschenmonster. Somit entfällt das Voting vom 23. März bis 1. April. Auch die Preisverleihung am 9. Mai wird somit nicht stattfinden. So sehr die Corona-Epidemie derzeit auch im Fokus steht, andere Themen dürfen dabei nicht vergessen werden. Zum Beispiel die Zukunft der Cottbusser Wälder. Durch Trockenheit und Parasiten sterben zurzeit vor allem Kiefern ab. Die betroffenen Bäume werden gefällt. Die Schäden sind so groß, dass vielleicht sogar Neupflanzungen nötig werden. Kahlschlag rund ums Stadtgebiet. Kranke Kiefern fallen der Säge zum Opfer. Borkenkäfer und Pilzbefall machen den städtischen Wäldern Probleme. Grund ist der trockene Sommer. Das Immunsystem der Kiefern ist geschwächt. Die können sich gegen Schädlinge nicht mehr wehren. Die Stadt muss handeln. Weil eben dieser Pilz zu einem schnellen Absterben der Kiefer führt, müssen wir natürlich auch bis zum Jahresende die Schäden, die wir festgestellt haben, zusammen mit unseren Baumkontrolleuren bereinigen. Und es wird sich durch das gesamte Stadtgebiet bis zum Jahresende weiter zeigen, wie intensiv wir eingreifen müssen. Wir werden auch im Sommer ein Resümee ziehen, um zu gucken, gibt es weitere Krankheitsbilder, müssen wir noch mehr die Kiefer entnehmen. Etwa 270 Hektar Waldfläche gehören zur Kommune. 20 Hektar davon fallen jetzt der Säge zum Opfer. Betroffen sind zum Beispiel Flächen in Branitz und in Schmelwitz. Nach der Abholzung sind die Flächen erst einmal sich selbst überlassen. Die Natur hilft sich ja zum größten Teil selbst. In den betroffenen Waldflächen haben wir natürlich auch schon gutes Potenzial im Boden, Sämlinge etc. pp. Wo wir natürlich im Jahr 2021 schauen wollen, wie die natürliche Sukzession sich entwickelt. Und insofern wir weitere trockene Sommer bekommen, müssen wir natürlich da auch nachhelfen und planen auch, insofern sich die natürliche Sukzession sich nicht in Waldflächen entwickelt, nachzupflanzen mit resistenteren Baumarten. Das wären dann vor allem Laubbäume wie die Esskastanie oder die Eiche. Da in den Cottbusser Parks keine Kiefern stehen, muss hier erstmal kein Baum weichen. Sollte auch der nächste Sommer so trocken sein, kann das dann aber auch hier zum Problem werden. Aktuell regnet es zwar viel, das reicht aber immer noch nicht, um den Dürresommer auszugleichen. Wir haben es zu Beginn der Sendung schon erwähnt. Die Politik mahnt zurzeit nur noch rauszugehen, wenn es wirklich notwendig ist. Doch halten sich die Cottbusser auch daran? Wir waren in der Stadt unterwegs. Das Ergebnis zeigen wir morgen. Für heute verabschiede ich mich. Bleiben Sie gesund und Händewaschen nicht vergessen. Bis dahin. Tschüss. Morgenlicht leuchtet rein wie am Anfang, Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Worte eines Liedes, das recht bekannt ist, Morning has broken. Morgenstimmung, Worte zeichnen Bilder, der Duft eines Morgens jetzt in der Frühjahrszeit. Tagesbeginn. Schöpferlob klingt. Aufstehen und in den Tag gehen mit einem guten Wort, einem guten Gedanken. So kann der Tag gut beginnen und einen guten Verlauf nehmen. Innehalten, auf mich wirken lassen. Morgenkühle, die allmählich an Wärme gewinnt. Morgenhelle, die schon seit einigen Wochen immer deutlicher erfahrbar ist. Morgenklänge, Gezwitscher der Vögel. Schöpferlob klingt. Dankbar mit einstimmen und hineingehen in einen neuen Tag. Das tut gut, in dieser Frühlingszeit einmal mehr die Freude des neuen Anfangens in der Natur. Sie hält vor Augen. Tag für Tag erleben wir einen neuen Anfang, eine Chance auf Leben und Gedeihen. Und da ist auch das Wissen, nicht jedes Leben kann gedeihen.
Manch ein Leben verlischt im Lauf des Tages. In allem Anfang beginnt zugleich der Weg dem Ziel entgegen. Dankbar kann ich auch dieses in mir bewahren. Und mit umso mehr dankbarer Freude den Tagesbeginn im Frühjahr wahrnehmen. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang, Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. Eine gesegnete Zeit wünsche ich uns, liebe Zuschauende. Wir bei Expert versuchen alles, um Menschen glücklich zu machen. Mit exzellenter Beratung, Service oder wie heute mit dem Expertenangebot der Woche. Wie den De'Longhi Kaffee Vollautomaten ESAM 3500 für nur 399 Euro. Perfekter Kaffee oder cremiger Cappuccino einfach auf Knopfdruck. Expert mit den besten Empfehlungen. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostsee-Sportspiele 2020. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause.